J-Zertifikat B1. Prüfung Sprechen. Thema: Brauchen wir Fitnessstudio? Das Thema meiner Präsentation ist das Fitnessstudio. Meine Präsentation besteht aus folgenden Teilen. Zuerst möchte ich Ihnen von meinen persönlichen Erfahrungen erzählen. Danach beschreibe ich die Situation in meinem Heimatland. Dann möchte ich über Vor- und Nachteile sprechen. Zum Schluss sage ich meine Meinung. Wenn wir gesund und fit sein wollen, müssen wir viel Sport machen. Mit Sport man kann nicht nur gut aussehen, sondern auch gesund sein. Wir wissen, dass wir irgendwo Sport machen sollen, haben aber keine Ahnung wie. Also melden wir uns in einem Fitnessstudio an. Ich habe eine wenige Erfahrung mit Fitnessstudios, weil ich nicht genug Zeit habe. Und außerdem, es gibt keine Fitnessstudio in der Nähe von meinem Haus. Als ich vor fast 4 Jahren stand auf eigenen Füßen, verdiente Geld und war nicht gut in Form, ging ich 2-mal pro Woche. In 1 Jahr zahlte ich folglich etwa 800 Euro, um dort trainieren zu dürfen. Allerdings wurde ich in der Zeit nicht fit, sondern immer dicker und unsportlicher. Es war unfassbar langweilig. So dauerte es nie lange, bis ich die Lust verlor. Die Situation in meinem Heimatland ist es ein bisschen anderes als Deutschland. Da machen alte Menschen mehr Bewegung als junge Menschen, weil junge Menschen so beschäftigt sind, dass sie nicht viel Zeit zum Trainieren haben. Obwohl es viele Fitnessstudios gibt, die in dem Stadtzentrum gebaut sind, sind junge Menschen immer noch faul. Jede Münze hat aber 2 Seiten, also gibt es ein paar Nachteile und auch Vorteile. Auch wenn Fitnessstudios für mich nicht funktionierten, habe ich Freunde, für die es genau richtig ist. Ich höre häufig das Argument, dass man motiviert sei, weil man schon bezahlt habe und für das Geld beste und schnellste Ergebnisse haben möchte. Fitnessstudio hilft uns, fit zu bleiben und eine schöne Figur zu haben. Es bietet auch uns einen Platz zum Üben und bietet eine Menge Sportgeräte. Es gibt auch Trainer und Tutoren, die uns Anweisungen geben, wie man gut und richtig fit hält. Aber auch das Training selbst kann aufwendig sein, da du von Gerät zu Gerät wechseln musst. Teilweise musst du darauf warten, dass ein Gerät frei wird. Außerdem, für jeden Anfänger gibt es das Risiko, sich eine Verletzung zu ziehen. Und ein persönlicher Trainer, der normalerweise für die Sicherheit des Sportlers zusieht, kostet viel Geld. Außerdem kann es passieren, dass in einem Fitnessstudio zu viele Kunden sich gleichzeitig befinden. Das kann jemanden stören. Zusammenfassend wollte ich sagen, dass man nicht unbedingt ins Fitnessstudio gehen soll. Man kann auch zu Hause Fitnessaktivitäten machen, fit und gesund zu bleiben. Jetzt möchte ich Schluss machen und mich bedanken bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.